Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der Losberg hier auf meinem Kanal. Wir starten direkt mit der Düngemission hier auf dem Feld, wo wir in der letzten Folge noch gedroschen haben. Können wir düngen für 3200 Euro knapp. Ist gar nicht mal so übel. Von daher, wir machen es einfach und nutzen die Möglichkeit, hier natürlich Geld nochmal reinzuholen. Wir wollen die beiden Forstmaschinen für knapp 550.000 Euro kaufen. Und von daher müssen wir noch ein bisschen Geld erfarmen. 13.000 Euro knapp noch. Von daher machen wir die Mission auch nochmal eben schnell. Das sind nochmal 3.000 Euro dazu. Von daher knapp 10.000 Euro dann noch verdienen. Klar, noch ein bisschen Puffer reinholen, klar. Das dürfte klar sein. Noch ein bisschen Puffer müssen wir sowieso reinholen wegen Kosten. Aber ich denke mal, so bei 560.000, 570.000 können wir dann in den Kauf der Maschinen gehen und dann schauen wir mal weiter, ne? Dass wir dann dementsprechend ein paar Bäume fällen und dementsprechend auch gutes Geld machen, hoffentlich, ne? Da hoffe ich sehr darauf, dass wir da relativ gutes Geld machen, aber wie gesagt, wir werden es sehen in dem Sinne. Und ich bin mega, mega gespannt, was das an Ertrag natürlich gibt, dementsprechend, also geldmäßig. Die Hälfte der Düngemission ist durch. 5 Minuten 22 hätten wir noch Zeit. Mal gucken, wie schnell wir durch sind. Sollte eigentlich relativ schnell funktionieren hier. Und dann schauen wir mal nach. Sehr gut. Sehr schön. Nächstes Stück, was gedüngt wird hier. Sehr gut. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Zeitlich sind wir verdammt gut dabei. Gar nicht mal so das Schlechteste. Letzte Spur hier, dann noch das kleine Stück da. Und dann müssten wir eigentlich durch sein. Dann müssten wir eigentlich durch sein, Leute. Freue ich mich natürlich drüber. Sehr geil. Okay. Drehen wir nochmal eben, machen das kleine Stück noch fertig hier. Dass wir das auf jeden Fall haben. Nicht nochmal hier zurück müssen. Nicht gut erwischt, egal. Jetzt aber. Jetzt noch eben nach vorne das Stück machen. Dann haben wir die Mission auch schon geschafft, ne? Ein bisschen Puffer, also sollten wir uns auf jeden Fall erarbeiten. Mit dem Missionen, also bevor wir natürlich die Maschinen kaufen, ne? Klar. Ein bisschen Puffer werde ich immer rausholen. Aber es wäre, denke ich mal, kein Problem. Wir sind jetzt mit der Düngemission auch schon fast durch. Na, schauen wir mal, wie viel Zeitbonus. 1271 Zeitbonus plus den Lohn von 3218 Euro. Ja, wir sind fast bei den 550.000 Euro, ne? Was wäre jetzt? Flügen machen wir nicht. Nee. Garantiert nicht. So, Feld 57. Wenn wir besuchen, was müssen wir machen? Ernten. 11.000 Euro gibt das. Gutes Geld plus Missions plus Zeitbonus werden wir machen. Starten. Ob wir die Mission natürlich in dieser Folge komplett fertig schaffen, ist natürlich die andere Frage. Aber ich werde mir Mühe geben, klar. Mühe gebe ich mir ja immer, wisst ihr ja. Aber wie gesagt, falls nicht, machen wir dann in der nächsten Folge die Mission auf jeden Fall weiter. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen was machen hier an Folgen für euch heute. Also ihr sitzt in dann die kommenden Tage, klar, aber ich werde sie heute machen, die Folgen. Von daher bin ich mal gespannt, Leute. Von daher bin ich mal gespannt, was da ansteht. Sehr nice. Okay. Missionen ohne Ende, Leute. Gerade wieder am Start. Wir haben momentan die Zeit dazu. Die eigenen Felder sind noch nicht so weit erntereif. Aber wie gesagt, ich denke mal, das werden auch so in der Richtung die letzten Missionen sein, die wir machen werden. Weil wenn wir natürlich auf den eigenen Feldern nichts zu tun haben, können wir dann in Richtung Forst gehen und dementsprechend Bäume fällen und alles, ne? Das dürfte klar sein.
Und ich glaube, dann haben wir wirklich keine Zeit mehr für Missionen, weil wir dann eigenes Geld verdienen mit Forst und alles. Und dann auch in weitere Flächen investieren können zusätzlich noch. Also ich denke mal, da werden wir gut dabei sein dann, dementsprechend geldmäßig. Dann sind wir eigentlich relativ zeitlich ausgebucht. Ja, wir werden in weitere Maschinen investieren müssen, vor allem in größere Maschinen. Ich denke nicht, dass wir hier mehrere Drescher haben werden. Es kann natürlich sein, dass wir eventuell in mehrere Drescher investieren, um die natürlich oben einen haben oder unten einen haben. Oder wir investieren in einen Tieflader dementsprechend, um natürlich den Drescher zu transportieren eventuell. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber da müssen wir gucken, wie wir das machen. Wir machen ohne Helfer. Also ich gehe eher davon aus, dass wir nur einen Drescher haben werden. Und dann schauen wir mal, wie es dementsprechend natürlich läuft. Aber schauen wir mal. So, 20 Minuten noch, knapp Zeit, ein bisschen weiter drüber noch. Wir werden natürlich dementsprechend gucken, dass wir hier relativ gut klarkommen mit dem Dreschen, mit der Mission. Und natürlich wesentlich mehr Zeitbonus rausholen, als wir eigentlich haben sollten. Keine Ahnung. Und ja, ich bin mal gespannt, ne? Wie viel Zeitbonus die Mission gibt. 11.000 kriegen wir, glaube ich, dafür, ne? Und könnte vielleicht so 3.000, 4.000 Euro Zeitbonus geben mit viel Glück. Wäre natürlich gar nicht mal so verkehrt. Das wäre gar nicht mal so verkehrt, das Geld. Könnten wir gut gebrauchen. Ich glaube, dann nochmal eine große Mission oder sowas hinterher. Dann sind wir eigentlich auch mit ein bisschen Puffer dabei. Dann können wir die beiden Force-Maschinen holen. Dann sind wir eigentlich da relativ safe, was das angeht. Bezüglich auch Betriebskosten und was weiß ich was alles, ne? Aber ich glaube, Milch dürfte eigentlich genug Gewinn abwerfen, dass wir keine Betriebskosten großartig bezahlen müssen, sondern dass die dementsprechend auch gut gedeckt werden oder gedeckt sind mit entsprechend viel Gewinn. Da gehe ich mal von aus. Bei knapp 17.000, 18.000 Liter Milch mittlerweile sollte es eigentlich gut machbar sein. Ja, Mission ist jetzt zu einem Viertel fertig schon. Das ist heftig, wie schnell das eigentlich läuft hier. Mit der Mission, ich hätte das nicht erwartet. Ich dachte, wir brauchen ein bisschen länger für die Mission, aber sieht eigentlich relativ fix aus, wie wir das schaffen hier, ne? Heftig. Heftig, Leute, ne? Wahnsinn. Also ich bin echt froh drüber, über die Mission jetzt auch, wie wir die machen. Also von der Formation her. Düngemission, Erntemission, gibt richtig gutes Geld. 18 Minuten hätten wir dafür noch Zeit, knapp 19 Minuten sogar. Und wie gesagt, Zeitbonus ist natürlich ein Haufen Geld, was dann nochmal natürlich oben drauf kommt. Also ich denke mal so 15.000 werden wir schon für die Mission hier kriegen. Das ist ordentlich Kohle. Das ist richtig ordentlich Geld, Leute, ne? Das ist heftig. Aber können wir auch gut gebrauchen in dem Sinne. So, hier fahren wir jetzt direkt rüber. Werden wir direkt die Spur mitnehmen, ne? Da haben wir das nämlich auch soweit. Dann haben wir die Strecke fast durch. Haben wir noch das Viereck da hinten, das große, aber dann hier relativ gut durch. Okay. Einmal Drescher ausmachen. Einmal drehen. Geht dann schneller, wesentlich schneller. Und dann dreschen wir weiter. Hier das Stück. Bin ich mal gespannt, ne? Wir fahren gerade den Torum 760 von Rosselmesh. Ich finde es eigentlich auch einen schicken Drescher. Gefällt mir an sich. Aber wie gesagt, momentan müssen wir gucken, wo wir bleiben mit dem eigenen Drescher. Aber da müssen wir auch gucken, dass wir das irgendwie besser hinkriegen. Ne? Wir müssen investieren, auf jeden Fall. Da kommen wir nicht dran vorbei, auf Dauer. Klar, wir müssen auch gucken, dass wir mit der Arbeitsbreite hinterherkommen, was weiß ich was. Oder mit den Fahrten auch hinterherkommen, was das angeht. Dass wir auch über die Straßen kommen und alles. Aber wir müssen auch, wie gesagt, bedenken, wir haben hier große Flächen teilweise auf der Losberg im LS17 und dementsprechend ist das natürlich auch heftig viel Fläche, die wir natürlich dementsprechend bearbeiten müssen. Da können wir nicht mit einem 3-Meter-Schneidwerk arbeiten oder sonst was. Da müssen wir schon was Großes auffahren in dem Sinne. Das ist das. Aber gut, kriegen wir auch schon hier noch hin. Wir könnten auch eventuell in zwei Drescher investieren. Einmal in einen etwas kleineren Drescher, sagen wir mit 6 Meter Schneidwerk und einen mit 12 Meter Schneidwerk für größere Felder oder sowas. Ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Darüber können wir uns auch dementsprechend natürlich unterhalten. Aber gut, das ist Zukunftsmusik.
Erstmal müssen wir natürlich einen größeren Dresch haben, um erstmal Geld zu verdienen. Und dann können wir immer noch gucken, okay, eventuell nochmal einen kleineren dazu oder mal gucken, ne? Aber gut, kriegen wir alles hin, machen wir fertig. So, 16,5 Minuten noch Zeit für die Mission. Wir sind bei 10 Minuten Folgenlänge mittlerweile. Die Hälfte der Mission ist knapp geschafft. Wir sind drüber sogar schon. Und von daher sollten wir das eigentlich auch in der Folge fertig kriegen. Gehe ich mal ganz stark von aus, dass wir das schaffen. Ansonsten machen wir mal 1-2 Minuten länger. Mal wieder, ist aber nicht das Thema. Und das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich freue mich drauf, wenn wir das hinkriegen hier ordentlich. Da bin ich froh drum. Ne? Da bin ich echt froh drum, Leute. Ich freue mich auch über jede Folge hier auf der Losberg. Mittlerweile, wie gesagt, wahrscheinlich über 200 Folgen. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, ich habe vergessen nochmal zu gucken, aber egal. Aber wie gesagt, 200 Folgen sind mit Sicherheit schon im Kasten und von daher schauen wir mal weiter. Ne? Wird noch einiges passieren hier. Wird noch einiges passieren, ich denke mal mindestens auf 500, 600 Folgen werden wir hier kommen. Gehe ich mal von aus. Und dann wird es wahrscheinlich eventuell auch mit der Losberg Staffel 2 langsam zu Ende gehen mit dem Projekt. Also ich denke mal so 600 Folgen werden wir auf jeden Fall in den Kasten kriegen. Aber mal schauen. Wie gesagt, ich möchte Tierlimit ausprobieren, was das angeht, wie viel wir wirklich versorgen können. Wenn wir natürlich in der Echtzeit weiterspielen, wird das natürlich noch ein bisschen dauern. Dann geht es vielleicht auf die 1000 Folgen sogar zu oder so, müssen wir gucken. Aber wir werden auf jeden Fall noch mal einige Folgen machen. Aber bei 200 Folgen wird es definitiv nicht bleiben. Wir werden mindestens noch mal das Doppelte noch mal draufhauen. Das mit Sicherheit. Aber gut, werden wir sehen. Werden wir sehen, ne? Und wenn die Losberg dann natürlich zu Ende ist, klar, da können wir uns immer noch über ein anderes Projekt unterhalten. Eventuell eine andere Map vom LS17 nochmal ausprobieren, dementsprechend, ne? Also da hätten wir nicht das Problem an sich, ne? Da können wir noch genug machen. Da gibt es noch genügend Maps, die wir sonst zocken könnten, aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Das wäre nochmal so ein Jahr, ein, zwei Jahre hier auf der Losberg, von daher. Dauert sowieso noch. Das dauert sowieso noch, Leute. Und alle Maps werde ich sowieso im ganzen Leben nie spielen können. Dafür gibt es viel zu viele Maps, viel zu viele schöne Maps auch. Aber das werden wir nicht hinkriegen. Es sei denn, wir wären eventuell besser und kriegen die Map natürlich relativ schnell durchgespielt, relativ schnell nach oben gepusht. Nicht so wie die LS19 Campaign of France jetzt, sag ich mal, wo wir jetzt 400 Folgen drauf haben und immer noch, ich sag mal so, in dem Sinne fast noch nichts geschafft haben, noch relativ viel Kredit offen haben und, aber wie gesagt, die Campaign of France ist eine, sag ich mal, relativ schwierige Map. In dem Sinne finde ich, weil erstens kleiner Hof, man muss gucken, wo man mit dem Hof bleibt und zweitens natürlich die kleinen Ackerflächen und die kleinen Wiesen überhaupt. Das ist relativ viel, wenig Fläche und wenig Geld, was man da auch dann dementsprechend verdient. Und dementsprechend ist das natürlich schwierig, da irgendwie voranzukommen. Das dürfte klar sein. Aber mal gucken, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu langsam oder zu heftig, was das angeht. Aber wie gesagt, wir sind hier auf der Losberg eigentlich schon relativ gut dabei, was das angeht. Auf der Losberg sind wir eigentlich gut dabei. Wir investieren jetzt nochmal richtig in die Forstmaschinen, die beiden. Dann können wir da in Richtung Schweine nochmal gehen, da dementsprechend die Reproduktionsrate sinkt. Und wenn wir natürlich genug Schweine bekommen, dann können wir immer mal wieder Schweine verkaufen, zusätzlich nochmal Geld verdienen. Und dann sollten wir es eigentlich haben. Ja, auch in Richtung Kartoffeln und Zucker wollen wir hier noch gehen, das ist klar. Das werden wir auf jeden Fall machen. Das werden wir nicht vergessen, ne? Und mal gucken. Es gibt noch genug zu tun, auf jeden Fall. Gibt noch mehr wie genug zu tun hier. Auf der Map. Auf der LS17 Losberg. So, mal schauen. Ich würde noch eine Mission dranhängen. Eventuell. Je nachdem, wie viel Geld wir natürlich jetzt zusammen haben. Aber ich gehe davon aus, dass wir nochmal eine Mission dranhängen. Um natürlich dementsprechend ein bisschen Geldpuffer zu haben.
Und dann können wir die beiden Forstmaschinen kaufen und dann nochmal Bäume fällen und dann dementsprechend nochmal ein paar Schweine kaufen. Wird, denke ich mal, cool werden. Also ich würde gerne in Richtung 2 Hänger voll mit Schweinen gehen. 2 Hänger voll mit Schweinen würde ich nochmal dazu kaufen. Das wäre jetzt so der aktuelle Plan, den ich mir zurechtlegen würde. Und von daher schauen wir mal. Gut, hier die Mission ist jetzt fast vorbei. Zeitlich von der Folge her passt es auch relativ gut noch. Das ist in Ordnung. Von daher schauen wir mal. Wie gesagt, sollte gutes Geld geben. 11 Minuten Zeitbonus noch da. Ja, 11.016 Euro hier an Lohn plus 3.983 Zeitbonus. Viel, viel Geld. Wir sind jetzt bei 557.000. Gucken mal eben schnell auf die Karte. Die eigenen Felder sind noch nicht erntereif. Wir gucken mal, was wir machen können für die nächste Folge. Hier ernten 15.000 Euro. 31 Minuten theoretisch hier für Feld Nummer 21. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Und in dem freue ich mich natürlich auf eine heftige Folge hier mit euch zusammen. Und bin mal gespannt, wie viel wir jetzt zusammenkriegen, beziehungsweise wie gut das verläuft hier. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal Servus und Tschüss.